Hi, ich grüße euch zu einem neuen Video. Dieses Mal werde ich mich zerreißen. Klingt komisch, ist aber so. Ich wollte eigentlich mit euch ein entspanntes Sommerkarpfenangeln machen. Ich bin an einem wunderschönen See hier im Herzen Süddeutschlands unterwegs. Hier seht ihr das Gewässer. Ganz toller See. Und dann hat mich der Eigentümer des Gewässers, also ihr könnt hier an dem Gewässer euch ganz normal Tageskarten oder Wochenkarten holen. Ihr könnt selber hierher fahren. Und dann sagt er, Stefan, willst du nur Karpfen angeln? Und dann sagt Jürgen zu mir, Stefan, willst du nur auf Karpfen angeln? Oder willst du vielleicht auch mal deine Ballersachen einpacken? Da sag ich, warum Ballersachen einpacken? Und dann sagt er, ja, man munkelt, er hat den See jetzt ca. 30 Jahre. Und es sollen damals auch, wie er den See hier übernommen hat, schon ein Wallerbestand vorhanden gewesen sein und auch ein paar Waller besetzt worden sein. Und aus diesem Grund will ich jetzt mal diesen Versuch hier wagen, Waller und Karpfenangeln zu kombinieren. Ja. Ich habe schon oft probiert in Frankreich an den großen Flüssen. Da war es immer irgendwie nervig, weil die Wallerplätze nie richtig die Karpfenplätze waren. Man hat sich verzettelt mit dem Tackle, man hat viel zu viel Zeug mitgeschleppt und hat sich auf keins richtig konzentrieren können. Und dieses Mal habe ich mir einen spannenden Plan gemacht. Ich werde tagsüber auf Wels angeln, dann das ganze Wallerzeug wegräumen und in den Abendstunden, wenn es langsam dunkel wird, die Karpfenruten rausbringen. Ja. So habe ich meinen Angeltag perfekt eingeteilt. Für viele von euch klingt das sicherlich komisch. Die sagen jetzt, hä, ich würde doch aber lieber eher nachts auf Wels angeln und tagsüber auf Karpfen. Ich will es genau andersrum machen. Ich kann hier direkt aus dem Bulli raus angeln. Also ich kann hier fast genau an den See ranfahren. Hier vorne ist schon das Wasser. Hier steht mein Bulli. Ich baue jetzt noch schnell mein Schlafgemach auf, bereite alles vor. Und dann, sobald der Planet hier ein bisschen verschwindet und es aushaltbar wird, hier an meinem Platz ist es mega schön im Schatten hier in den Bäumen, aber draußen ist schon richtig heiß, werde ich, solange es noch hell ist, schon die erste Wallertour fahren und dann während dem Welsangeln schon mal Ausschau halten nach interessanten Karpfenplätzen und wenn ich dann zurückkomme vom Welsangeln, die Karpfenruten scharf machen und dann bei Nacht gemütlich auf den ersten Biss hoffen. Und morgen früh bei Tageslicht kommen die Karpfenruten rein, geht es wieder auf Wels. Ich bin gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ich bin wirklich gespannt, was mich hier erwarten wird. Vielleicht wartet hier wirklich das Urmonster. Wenn Waller seit 30 Jahren drin sein soll, man weiß ja nie, ob es stimmt. Es gibt ja immer so viele Erzählungen und so weiter und so fort. Aber nur der Versuch macht klug. Auf geht's, aufbauen und dann fahren wir mal raus und schauen uns das Gewässer näher an. So, das Bettchen ist schon gemacht. Das geht bei mir immer rucki zucki. Vor allen Dingen, wenn man die Möglichkeit hat, direkt aus dem Bulli raus zu angeln. Bei der Wetterlage jetzt hier im Sommer kommt natürlich für mich nur ein Gefährt in Frage, mit dem ich Wels und Karpfenangeln ganz perfekt verbinden kann. Und was auch richtig Spaß beim Angeln bringt, das Bellyboot. Ja. Damit kann ich mich leise und unauffällig auf dem Wasser bewegen, kann meine Karpfenruten, also meine Karpfenspots, perfekt finden, die Ruten perfekt ablegen und kann natürlich auch tagsüber ganz perfekt davon auf Wels angeln. Ja. So, das baue ich jetzt schnell auf, bereiten wir soweit alles vor und dann geht's schon los. Das Bellyboot ist rucki zucki aufgebaut. Ich habe mir jetzt extra neben dem normalen Sitz noch die Sitzpolstererhöhung mitgenommen, habe ich das erste Mal jetzt im Einsatz. Mit diesem Teil hier, das kommt unter den Sitz, sitzt man noch bequemer, noch erhöhter im Wasser, bietet uns also mehr Freiheiten beim Angeln. Das ist ein Hochdruckluftboden, wie ihr es auch von den Schlauchbooten kennt. Und der wird einfach jetzt im unteren Bereich des Bellyboots reingelegt. Schiebt ihr euch so richtig schön hinten rein und darauf wird jetzt euer Sitz montiert.
hier hinten ins Bellyboot, ganz unauffällig hinter meine Rückenlehne, stelle ich mir so einen Tackle-Container, so eine wasserdichte Tasche hier rein. Da kommt jetzt die Batterie für den E-Motor rein und auch einiges an Angelutensilien zum Karpfen und zum Welsangeln. So, da bin ich jetzt ganz schön ins Schwitzen gekommen. Mein Lager steht hier hinten, direkt hinter meinem Angelplatz, steht der Bulli. Fini chillt da hinten im Schatten. Ich werde mir jetzt erstmal eine leckere Trinkmahlzeit reinhauen, denn zum Kochen habe ich jetzt definitiv keine Zeit. Aber ich bin so gut wie ready to rock. Es sind noch ein paar Badegäste am See, hier im hinteren Bereich. Aber die stören mich nicht großartig. Die werden auch dann mit der Abenddämmerung, denke ich, sich verziehen. Bellyboot ist ready. Von meinem Karpfenzeug muss ich noch ein bisschen was vorbereiten, dass das alles auf jeden Fall startklar ist. Denn ich will heute, es ist jetzt schon mittlerweile später Nachmittag, auf jeden Fall noch mal 1-2 Stunden raus. Wir haben ja lange Licht jetzt im Sommer. 10 kurz nach 10 wird es erst dunkel. Also auf jeden Fall noch die Dämmerungsphase jetzt noch mitnehmen zum Welsangeln. Und dann schnell zurückhuschen, Karpfenruten scharf machen, ein bisschen Schlaf nachholen. Ja, auf jeden Fall alles definitiv vorbereiten, dass nachher alles rucki zucki geht. Ja. So, ich hab Bock. So, meine Karpfenmontagen sind vorbereitet. Ich werde hier auch kein großes Hexenwerk diesmal machen. Ich habe jeweils 2 Schneemannmontagen vorbereitet. Einmal mit 2 16er Boilies und einmal mit 2 20er Boilies. Unten ist jeweils der Bodenköder, oben drüber ist der Pop-Up. Die Pop-Ups sind schön auffälligen Farben. Als Hauptköder kommt einmal der Beer Barbecue zum Einsatz und einmal der Monster Crab. Und diese Boilies habe ich daheim nochmal mit einem ganz speziellen Geruchs- bzw. Geschmacksstoff vorbereitet. Und das zeige ich euch jetzt. So, jetzt schaut mal hier rein. Ich bin ja ein Liebhaber von Partikeln, Mais, Tigernüssen und auch Hanf. Ich habe mir daheim wieder eine gute Menge hier zum Karpfenangeln gekocht und habe in diesen Sud, der entsteht beim Mais- bzw. Tigernusskochen, meine Boilies alle mit reingeschmissen. Ja. Habe ich jetzt einen Tag vom Angeln gemacht. Ihr seht es. Und dieser Sud, der bekommt nach dem Kochen so einen leicht säuerlichen Geruch. Trinkt natürlich auch also diese Geruchs- und Geschmacksstoffe jetzt in die Boilies mit ein. Und ich hoffe, da werden die Karpfen drauf stehen. Ich konnte ja hier den Angelplatz nicht vorbereiten. Ich bin das erste Mal jetzt hier an diesem Gewässer und muss jetzt also probieren, in dem kleinen oder geringen Zeitfenster, was ich habe, die Fische relativ schnell aufmerksam auf meinen Köder zu machen, auf meinen Futterplatz. Ich werde jetzt nachher auf eine Rute eine relativ große Menge Futter füttern. Und mit einer Rute so ein bisschen ein Jokerspiel machen. Wenig Futter drauf bringen, um zu sehen, wo die Fische einfach jetzt hier langlaufen. Ja? Also ihr seht jetzt schon hier im Hintergrund, die Badegäste verziehen sich jetzt langsam. Aber es ist doch kein so kleines Gewässer. Ja? Wir haben schon eine ordentliche Wasserfläche vor uns. So ist der Plan. So werde ich vorgehen. Und ich glaube, das machen halt nicht viele Leute. Ja? Karpfen geangelt wird hier am See relativ viel, relativ häufig. Und die meisten reißen halt so eine Tüte auf und schütten die Boilies hier rein. Aber ich wollte, dass so ein bisschen noch ein extravaganter Geschmack rankommt und habe vorher die Boilies einfach jetzt mal hier in dem Sud eingelegt. Bin gespannt, ob der Plan aufgeht, aber bis wir zum Karpfenangeln kommen, das Karpfentackle ist jetzt soweit alles vorbereitet, damit es nachher schnell gehen kann, gehen wir jetzt erstmal raus zum Welsangeln. Ich bin echt mal gespannt, ob hier Welse im Karpfen... Uiuiuiui, habt ihr das gehört? Da ist eben ein richtig guter Fisch gestiegen. Das sind Karpfen hier nah an der Schilfkante, vermute ich. Mal gucken.
Aber ich bin wirklich mega gespannt, ob hier im Karpfensee das ein oder andere Wallermonster lauert. Ja, das unbekannte Wallermonster. Drin sein müssten welche. So auf jeden Fall die Storys der Angler und auch die Erzählungen vom Seepächter. Wir werden es probieren. Es hat jetzt alles doch wieder länger gedauert als erwartet. Alles vorbereiten, alles fertig machen. Aber wir haben jetzt 19 Uhr. Und jetzt gehen wir noch mal raus auf den Teich. Kurz mal schauen nach ein paar coolen Spots zum Karpfenangeln. Und ich habe natürlich gleich die Wallerrute dabei. Auf der Suche hier nach dem Monsterwels vom Karpfenteich. Ja. Heute werden wir nicht so viel Zeit haben zum aktiven Angeln. Ich will noch die Karpfenbuden fertig machen. Da ist eben schon wieder ein Fisch gestiegen. Wahnsinn, was hier abgeht. Aber ist ja auch der erste Tag. Man muss ja nicht am ersten Tag gleich alles erleben. Aber ein kleines Zeitfenster haben wir. Das werden wir auf jeden Fall probieren. Die Badegäste sind alle weg. Es wird jetzt ruhig hier auf dem Teich. Und ich bin echt mal gespannt, ob hier irgendwas ansteigt. Wir machen da jetzt auch kein riesiges Hexenwerk heute. Wir werden einfach mit dem Real Warm Teaser und mit Tauwürmern mal starten. Ja, so eine Dose mit 24 Würmern ist relativ schnell leer. Das ist genau eine Köderfüllung. So sieht es aus. So sollte es aussehen. Jetzt schauen wir mal. Ich bin auch. Habt ihr das gesehen da hinten? Also die Karpfen sind gut drauf. Ich bin jetzt auch das erste Mal hier an diesem Gewässer zum Angeln. Ich habe noch überhaupt keinen Plan. Wir müssen jetzt erstmal uns hier ein bisschen reinfuchsen. Uns ein bisschen anschauen, wie die Strukturen sind vom See. Es wird wie in jedem Gewässer Bereiche geben, die besser sind, also lukrativer. Und Bereiche, die schwerer sind. Aber fangen wir mal an, ja. Das ist ja auch gerade das Spannende beim Angeln, dass man nie genau weiß, was so auf einen zukommt. Hier seht ihr jetzt schön meine Köderlinie. Ich fange jetzt circa 2,5 Meter über Grund an. Wir haben 8,5 Meter Wassertiefe. Übertreibt es auf jeden Fall beim Anfang nicht mit dem Klopfen. 3-4 Mal klopfen, dann erstmal warten, ob irgendwo was passiert. Erstmal ein bisschen rumschauen. Hier im See haben wir überhaupt keine Strömung. Wir stehen also praktisch auf dem Platz und müssen jetzt erstmal schauen, ob es irgendwo Bereiche gibt oder Bereiche finden, sofern die Waller da sind, wo sie steigen. Irgendein Fisch ist hier zwischen den Ködern unterwegs. Das muss ein Wels sein. Seht ihr das? Irgendwas macht da rum. Irgendwas war hier da. Auf jeden Fall der festen Überzeugung, wenn hier Waller drin sind, dann werden die, wenn ich in der unmittelbaren Nähe vom Fisch bin, definitiv sofort reagieren, wenn sie das Wallerholz hören. Das ist immer eine spannende Sache. Man weiß ja nie, was da ist. Aber eins ist Fakt, das Wallerholz macht die Fische rasend. Und es ist auf jeden Fall der schnellste Weg in einem Gewässer,
was man nicht kennt. Hotspots zu finden, Fische zu finden, gute Plätze, gute Angelbereiche zu finden und auch Fische zu fangen. Im aktiven Angeln geht es oftmals am schnellsten. Ja, ihr seht ja selber, wie groß dieses Gewässer hier ist. Und wenn wir da jetzt hier anfangen, gleich zu Beginn mit Welsmontagen, Grundmontagen, Bojenmontagen oder irgend sowas zu angeln, das ist natürlich viel, viel schwieriger, als wenn man jetzt erstmal aktiv drauf geht, ein bisschen sich hier umschaut und dann, also überall Springkarpfen, also Fischaktivität ist da. Und dann halt auch so möglichst schnell die Bereiche findet für vielleicht einen späteren passiven Ansitz. Hier oben im Bild seht ihr jetzt wieder irgendeinen größeren Fisch. Ich kann mal den Köder ein bisschen anheben. Aber ich glaube nicht, dass das ein Wels ist. Ich gebe euch auf jeden Fall den Tipp, nicht zu lange an dem Platz aufhalten. Wenn da nichts kommt, ist meistens auch nichts da. Lieber jetzt ein bisschen Strecke machen, sich ein bisschen was angucken. Morgen können wir direkt früh starten. Ja. Da haben wir einen ganzen Tag vor uns. Heute jetzt beim Ankunftstag ist es natürlich immer alles ein bisschen actionhaft, stressig. Und vor allen Dingen, weil wir ja gleich zwei Zielfische haben. Wir wollen ja das Karpfenangeln bestmöglich organisieren und vorbereiten. Und dann noch das Welsangeln. Aber ich genieße es jetzt wirklich, am Abend jetzt hier nochmal draußen zu sein. Wir haben Zeit, es ist lange hell. Haben wir auf jeden Fall. Haben wir auf jeden Fall ja, alle Möglichkeiten. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Sehr verhalten bis jetzt. Wir machen uns jetzt erstmal überhaupt keinen Kopf. Es kann ja auch sein, dass wir vielleicht aktuell komplett am falschen Platz sind. Im Fluss habt ihr halt den riesen Vorteil, dass ihr durch die Strömung viele Gewässerbereiche abdriftet und immer wieder über neue, interessante Stellen und vielleicht auch Standplätze drüber treibt. Hier im See müssen wir uns halt bewegen. Und wenn wir jetzt irgendwo in der Ecke hier stehen und keinen Fisch sehen, heißt das trotzdem nicht, dass keine Fische da sind. Vielleicht sind wir immer noch am falschen Platz. Vielleicht haben wir noch nicht den richtigen Bereich gefunden, wo die Welse abliegen. Ich versuche aktuell mich so ein bisschen an den Uferkanten, wo es vom tiefen Wasser dann langsam ansteigt, entlang zu bewegen. Weil das sind eigentlich die Bereiche, die der Waller liebt. Ja. Da kann er sich schön an den Kantenfuß legen. Und dann im Kantenanstieg, wenn da die Weißfische, die Futterfische drüber ziehen, schön von unten aus der Deckung raus angreifen. Mal schauen. Hier geistert wieder ein Fisch rum. Aber wenn er jetzt mal ein bisschen vergleicht, Köderlinie zum Fischsymbol, nichts Großes, aber irgendwas ist da zwischen unseren Würmern unterwegs. Spannend, mega spannend. Es zeigen natürlich auch andere Fische Interesse an so einem Taubwurmbündel und lassen sich auch durch den Druck des Wallerholzes in Ködernähe locken.
Irgendwas ist da unterwegs. Da ist ein Biss, da ist ein Biss, da ist ein Biss. Habt ihr das gesehen? Irgendwas hat eben ganz langsam am Köder gezogen. Ganz komischer Biss. Das war wie so ein ganz langsamer, stetiger Zug. Ich check mal kurz die Würmer. Seht ihr das? Es war ein ganz langsamer, stetiger Zug. Irgendwas war da eben zu Gange. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Waller war. Vielleicht sind es ja irgendwelche Weißfische oder Barsche, die sich da am Köder zu schaffen machen. Die Wurmenden abknabbern. Also es war ganz komisch eben. Ja, es ist nicht einfach, ne? Naja, wir angeln jetzt vielleicht maximal eine Stunde. Ist ja nicht immer kommen, sehen, fangen oder kommen, sehen, siegen, ja? Aber das macht es ja auch spannend. Was mich allerdings wundert, ist, dass hier im wirklich im tiefen Wasser nicht mal irgendwo so ein kleinerer Wels durchs Bild schießt, wenn man richtig angreift. Aber vielleicht auch falsche Zeit, falscher Ort, falscher Platz. Ja, ich glaube, heute Abend wird es hier nichts mehr mit dem Monster aus dem Baggersee. Wirklich schwierig. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich werde jetzt rüberheizen, an mein Lager die Karpfenruten holen, die scharf machen. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Wir haben zu lange auf Wels geangelt, dass die Karpfenruten rauskommen. Ja, wallertechnisch war nicht viel los, vielleicht war man nicht am richtigen Platz, aber wir haben ja den Vorteil, dass wir zwei Zielfische haben. So. Das Gewässer ist so ein bisschen badewannenähnlich aufgebaut, fällt relativ schnell ab die Kante. Ich werde jetzt einfach mal an der abfallenden Kante, wo es auf 6-7 Meter dann langsam absackt, die Karpfenruten setzen. Beide Ruten habe ich euch vorhin schon gezeigt. Habe ich einen Schneemann montiert. Dieses System besteht aus einem Bodenköder und einem Pop-up oben drüber, einem schwimmenden Boilie, und stellt sich unter Grund auf wie ein Schneemann. Angle ich sehr gerne, weil es sehr, sehr attraktiv für die Fische ist. Ich habe jetzt eine gute Menge Futter dabei und eine Markierungsboje. Eine Rute werden wir ja auf einem festen Futterplatz angeln, den wir jetzt anfangen vorzubereiten. Und mit einer Rute werden wir ein bisschen spielen. So, dann lasse ich jetzt mal hier meine Markierungsboje runter. Platz direkt wieder zu finden. Da wird richtig schön Futter drauf geschmissen jetzt. Na, jetzt haben wir die Wallerrute nicht dabei. Schaut mal. Eine schöne Sichel jetzt auf dem Echolot zu sehen. So.
Ich taste jetzt mit dem Blei noch ein bisschen hier einen Untergrund ab. Relativ fest. Ich gehe noch ein bisschen zurück von der Kante, dass mir diese Markierungsboje hier nicht im Weg ist, später im Drill. Ziehe dann immer so ein bisschen mit. So, das schaut doch gut aus. So, die lassen wir hier liegen. Hier läuft die Kante jetzt schön langsam hoch. Und hier werden wir es probieren. Hier werden wir die erste Rute setzen, hier werden wir Futter drauf bringen. Gespannt, ob der Plan jetzt aufgeht und ob wir beim Karpfenangeln jetzt hier ein bisschen mehr Glück haben. Die zweite Rute werde ich etwas abseits vom Futterplatz legen, weil erfahrungsgemäß oft die größeren Fische ein bisschen außerhalb schwimmen. Das Hauptrudel, wenn es dann kommen sollte, wird sich direkt auf den Futterplatz stürzen. Und oftmals bleiben die großen, vorsichtigen Fische ein bisschen auf Abstand. Deswegen werden wir die hier ca. 30 Meter neben der anderen Rute etwas tiefer ablegen. Drüben seht ihr meinen Marker. So. Auch hier Schneemännchen drauf mit einem gelben Hobby. Und morgen früh, ich bin auf jeden Fall jetzt heiß, geht's weiter mit dem Welsangeln. Das lasse ich nicht auf mir sitzen, dass ich hier ein Baller gezeigt hat. So, es ist geschafft. Die Ruten sitzen. Bin mal gespannt, ob die Karpfen besser mitspielen als die Waller. Aber ich freue mich schon auf morgen früh, wenn es dann hier wieder rausgeht. Der Suche nach der Welsmutti. Hier, irgendwo wird sie sich verstecken. Wir müssen sie nur finden. So, vielleicht haben wir beim Karpfenangeln mehr Glück. Bis später. Guten Morgen. Ich bin schon früh auf den Beinen. Hab auch relativ wenig heute Nacht geschlafen. Die Karpfenruten sind schon drin. Beide Ruten kam Aktion, richtig schöne dicke Brassen. In der Kamera, das hat nicht geklappt, das ging alles zu schnell und hat mich irgendwie ein bisschen genervt. Und dann habe ich jetzt im Morgengrauen die Ruten drin gelassen, nachdem nacheinander die Brassen da abgelaufen sind. Ich werde das jetzt alles wieder neu bestücken, aber ich will jetzt erstmal die Zeit nutzen, die Morgenstunden, wir haben glaube ich 5 Uhr, wird gerade hell, nochmal mit dem Bellyboot rauszugehen und die Waller hier am See zu suchen. Wundert mich wirklich, dass wir da gestern in die Abenddämmerung rein so gut wie gar nichts gesehen haben.
Aber wie gesagt, es ist halt immer in neuem Gewässer. Die Frage, ist überhaupt was da? Wo sind sie? Wo verstecken sie sich? Auf so einem See hat man natürlich oftmals oder braucht man ein bisschen mehr Zeit, um die Fische zu lokalisieren, weil man halt nicht treibt, man muss sich bewegen. Aber vielleicht jetzt im Morgengrauen. Mal gucken, ob wir da mehr Glück haben. Vielleicht geht auch der Plan nicht auf. Ja. Vielleicht sollte ich nachts auf Wels angeln und tagsüber auf Karpfen. Aber wir probieren es mal weiterhin jetzt an dem Test dran zu bleiben. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr es machen würdet, ob ihr es überhaupt machen würdet, dieses Verbinden von zwei Zielfischen beim Angeln. Ich merke ja jetzt schon, dass es irgendwie, naja, anstrengend werden könnte, ja. Wenn du den ganzen Tag aktiv unterwegs bist, dann abends noch passiv auf die Karpfen angeln willst und dann da irgendwas abläuft, kann ja auch sein, wenn jetzt die Karpfen langsam aufs Futter richtig reagieren oder den Futterplatz annehmen oder ich den Platz finde, wo die Karpfen sind und nicht die Brassen, dass dann auch nachts zwei, drei Karpfen ablaufen, ja, und dann wären es kurze Nächte. Okay, Bellyboot schnappen, Flossen an und raus auf den Teich auf der Suche nach dem Waller. Ach, es ist herrlich, jetzt in der Früh, keine Badegäste am See, wird wieder richtig heiß heute werden. Mal gucken, ob in den Morgenstunden jetzt die Waller sich einfacher finden lassen. Wir haben jetzt ein bisschen Wind auf dem See, das ist ganz gut und da werde ich ein bisschen treiben, muss ich nicht so viel mit dem E-Motor, mit den Flossen arbeiten. Kleiner Tipp für euch, meine Würmer hatte ich gestern Abend hier im Wasser hängen lassen, in der Hoffnung, dass sie frisch bleiben, dass ich sie nochmal nehmen kann, kam mir keine Aktion drauf. Und der Haken ist leer, also die Weißfische und die Barsche hier, die holen sich das natürlich weg. Brauchen wir jetzt schon wieder frische. Also, wenn ihr Würmer übrig haben solltet, nach einer erfolglosen Klopferei, auf jeden Fall in die Wurmdose rein oder in die Kühlbox rein, mit den Haken. Meine sind jetzt leer. So. Abfahrt. Hoppala. Ja, wer weiß, vielleicht sind die Nachtstunden wirklich besser zum Welsangeln. Wasser ist sehr, sehr klar. Und viele Angler glauben ja gar nicht, wie gut so ein Waller doch sehen kann. Dann kann es natürlich sein, dass in solchen Bereichen jetzt oder jetzt zur aktuellen Zeit das nächtliche Angeln besser wäre. Aber mein Plan war nun mal, nachts gemütlich aus dem Bulli Karpfen angeln und chillen und tagsüber aktiv unterwegs zu sein, den Wels zu jagen und den Tag so perfekt zu mischen. Aber gleich in der ersten Nacht hat es mir gezeigt, dass es doch anstrengend werden kann, vor allen Dingen, wenn erstmal ein Haufen Weißfisch auf den Futterplatz gehen. Vielleicht hätte ich mehr füttern sollen. Ich habe relativ wenig gefüttert jetzt zu Beginn. Viel Partikel mitgefüttert. Mache ich gerne, wenn ich an ein neues Gewässer komme. Aber das hat natürlich auch die Weißfische angezogen. Heute vielleicht ein bisschen die Partikel dann weglassen, mehr Boilies bringen. Aber jetzt erstmal versuchen, Wels in den Morgenstunden hier
ans Band zu bekommen. So, das sieht doch gut aus, oder? Was meint ihr? Das sieht doch gut aus. Lass mich jetzt erstmal an der Uferkante hier runtertreiben. Ein bisschen in den Wind reinstellen. Köder wieder knapp über Grund. Hier kommt er ins Bild. Hier ist er. Starten wir mal. Da ist ein Fisch. Hier seht ihr noch den Einschlag. Das ging eben echt schnell. Wahnsinn. Ja, Morgenstund hat Welt im Mund. Morgenstund hat Wurm im Mund. Wahnsinn. Gestern ganzen Abend rein gar nichts. Und jetzt gehen sie hier an, die Jungs. Kommt ja der erste. Und kein schlechter, oder? Uiuiui. Geil. Wahnsinn. Der wollte es haben, den Bündel. Der wollte es haben. Ah, hängt perfekt. Müsste jetzt immer ein bisschen aufpassen bei der Landung. Schaut mal. Guter Fisch. Die Rute aufmachen. Boah. Eieiei. Geil. Geil. Hat sich das frühe Aufstehen gelohnt. Ja? Da hat sich wirklich das frühe Aufstehen gelohnt. Bin jetzt mal hier ein Stück ans Ufer gefahren, um den Fisch euch in kompletter Länge mal präsentieren zu können. Gar nicht so einfach, hier alleine vom Bellyboot das alles zu handeln, aber toller Fisch. 1,60 rum, Wahnsinn, mega, ich bin richtig happy. Wop, wop. Das erste Monster hier vom Karpfensee ist am Start. Ja, die Waller spielen schon mal mit. Wahnsinn. Schön eingeschleimt, aber so soll es sein. Das ging jetzt wirklich rucki zucki. Gestern Abend 2-3 Stunden erfolglos gesucht. Vielleicht hat auch die Zeit hier nicht gepasst. Ja?
kann schon sein, jetzt in Morgenstunden. Das ging so schnell, ich habe vielleicht 2 Minuten geangelt, 3 Minuten, vielleicht 5. Aber rucki zucki, paar Mal geklopft, mich hier leicht in dieser Windbrise an der Uferkante langtreiben lassen. Und pum, kam der Einschlag. Ja. Real Warm Teaser hier, geile Klopffangmaschine. In der Farbe, also im dezenten Grünton, dunkelgrün. So, neu beködern und weiter geht's. Weiter geht's. Habt ihr das gesehen? Jetzt sind die Karpfen bei mir auf dem Futterplatz. Der war ja hier ganz in der Nähe irgendwo. Vielleicht ist da auch die effektivere Zeit jetzt die Morgenstunden. Aber Karpfenruten sind draußen. Die Brassen haben mich genervt. Jetzt geht es erstmal weiter mit dem Thema Wels. So, wir sind wieder einsatzbereit. Weiter geht die wilde Fahrt. Bleiben immer noch ein bisschen im Überbereich. Da kam eben auch der Fisch. Irgendein Fisch ist hier unterwegs. Echolot ist eben umgesprungen. Irgendwas sucht er. Ich gehe jetzt mal mit dem Köder mit. Wir haben jetzt fast 7 Meter Wassertiefe. Da kannst du nicht plötzlich auf 2 Meter umspringen. Ja? Da muss ein Fisch, ein größerer Fisch, genau unterm Kegel durchgeschwommen sein. Und dann meldet mir kurz das Echolot dann diese Fehlinfo, dass es plötzlich flacher ist. Aber in Wirklichkeit kann da auch ein Fisch drunter durchgezogen sein. Hier kommt jetzt wieder was ins Bild. Das kann aber auch ein Schwarm von mehreren Kleinfischen sein. Sieht aus wie so ein Baitball. Also wie eine Ansammlung von mehreren Kleinfischen. Die Spannung hast du halt beim Karpfenangeln nicht. Ja, wenn ich jetzt rein mich aufs Karpfenangeln konzentriert hätte, wird meine Köder draußen liegen. Und in der Regel rennt man ja erst los, wenn der Bissanzeiger pfeift. Und jetzt beim Welsangeln, beim aktiven Angeln, bin ich natürlich mittendrin statt nur dabei. Irgendwas geistert hier rum. Ich gehe mal ein bisschen höher mit dem Köder. Es ist, glaube ich, nichts Großes, aber irgendwas ist da auf der Suche. Irgendwas ist da auf der Suche. Der nächste. Unglaublich, unglaublich. Ab. Ah, Speck, schade. Schade. Schnell reingeballert, ausgestiegen. Aber die sind jetzt aktiv. Unglaublich, unglaublich. Jetzt sind Morgenstunden. So, 2 Dosen Würmer haben wir jetzt schon fast durchgejagt. Alter Falter. Also ihr seht definitiv, wie es immer beim Angeln ist. Man muss nur die richtige Zeit abwarten. Und dann klappt es auch mit den Fischen. Irgendwas Kleines ist hier wieder zwischendrin unterwegs. Da war er drin. Irgendwas tollt da rum. Fisch, 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 Fisch. Oh. Alter Falter. Ganz vorsichtig gebissen eben. Hier seht ihr noch, wie er hochgeheizt ist. Mann, Mann, Mann.
Spannend, spannend. Hier oben. 100 pro Wels. Wir müssen jetzt nur mal die richtige Position finden, wo er sucht. Unten kommt auch irgendwas der steigenden Phase. Das heißt ja auch noch lange nicht, wenn ihr jetzt, da war eine Aktion. Das an die Schnur geschwommen. Das heißt ja auch noch lange nicht, wenn ihr jetzt keinen Wels bei euch am Köder seht, dass keiner da ist. Ihr habt ja nur einen ganz bestimmten Kegel mit eurem Echolot, was ihr nach unten seht. Und wenn der Wels jetzt nicht direkt von unter euch vom Grund emporsteigt zum Köder, sondern vielleicht auch mal aus der Seite rauskommt, kann er ganz plötzlich da sein. Also immer aufpassen. Ich gehe wieder ein Stück ans Ufer ran. Ich bin jetzt relativ weit rausgetrieben. Mache noch die letzten paar Meter jetzt bis hier an den Schilfgürtel ran. Und dann setzen wir nochmal neu die Drift an. Ich sehe ihn. Das ist aber nichts Großes. Kleiner Fisch, der irgendwo ganz flach, also 2,5 Meter unterm Babyboot da rumschießt und durchs Wallerholz geärgert wird. Hoffentlich beißt sie mir nicht in die Flossen. Ja, will nicht. Na komm, bald müsstest du ja jetzt aus dem Wasser rausgucken. Chang, chang. Da kommt noch was Zweites von unten. Da ist wieder ein Biss, da ist wieder ein Biss. Uiu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 i
Alter Falter, was ist denn das? Verrückt, wirklich verrückt. An einem Baggersee hier in Deutschland. Kommt er langsam? Großer Fisch. Großer Fisch. Das ist ein guter Fisch. Das ist ein guter Fisch. Wahnsinn. Und die Rute macht so einen Spaß. Da kommt er. Das erste Monster aus dem Badesee ist am Haken. Da ist er. Wahnsinn. Wahnsinn. Ui, 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 ui. Mein Battlecat-Boot hat zwar ausreichend Platz, aber dann noch mit so einem großen Fisch hier drauf wird es schon spannend. Wahnsinn. Ah, da kommt er. Schaut euch das an. Schaut euch den Fisch an. Also, muss ich aber mal ein Stück hier ans Ufer, weil den kriegt man hier nicht drauf. Den kriegt man hier definitiv nicht drauf. Geil. Wahnsinn. Der zweite starke Fisch hier aus dem Baggersee. Alles an einem Morgen. So, ich bin jetzt mal hier ans Ufer rangefahren. Ist gar nicht so leicht zu handeln alles hier. Alleine vom Bellyboot. Ah, kannst die Flossen ausziehen. Wahnsinn. Wahnsinn. Starker Fisch. Absolut starker Fisch. Mega happy. Aua. Nicht, dass das Bellyboot noch abhaut. Ich bin gerade auf der anderen Seeseite. Guckt euch diesen Büffel an. Wahnsinn. Oh. Wahnsinn. Wahnsinn. Also das ist wirklich absolut. Absolut. Absoluter Raketenalarm. Geil. Geil, geil, geil. Was ein Drill, was eine Aktion. Ich bin immer noch voller Adrenalin, richtig am Zittern. Ist alles gar nicht so einfach hier, das alleine zu bewerkstelligen. Das Angeln vom Bellyboot ist mega einfach, ja? Und auch mega sicher. Aber dann euch noch mitzunehmen und das Ganze zu filmen, das ist dann wirklich schon eine Herausforderung. Aber es hat mega geklappt. Hier der Real Warm Teaser, ein Garant, hat gut abgeliefert, das Teil. Ja, jetzt im Morgengrauen zwei Fische und der jetzt hier schon eins der Monster vielleicht von dem Baggersee. Wer weiß, was da noch wartet. Und das seht ihr dann aber im nächsten Video. Ob wir den Fisch jetzt hier noch toppen können, ob hier im Baggersee noch ein größeres Monster lauert. Ja, natürlich, was die Karpfen machen. Ob wir die Karpfenruten hier noch ins Laufen bekommen, ob das kombinierte Angeln funktioniert. Oder ob es doch besser ist, sich auf eins zu konzentrieren. Denn das Wallerangeln aktuell, das ist schon mal mega Wahnsinn. Bis zum nächsten Video. Alles Gute für euch, dicke Fische und viel, viel Spannung bei euch zu Hause am Bagger oder Badesee.
Ciao, ciao.